Aloha, meine Lieben, und willkommen zur Episode 4 von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Präsentiert von Queen Nardidala. Wir reisen jetzt zum Marsh's House. Draußen ist Gehupe vor meiner Hütte. Ich weiß nicht warum. Practical Motherhood and Parentcraft. Okay, das hier brauchen wir eigentlich nichts mehr sehen. Wir wissen, dass wir Lord Marsh einen Besuch abstatten sollen. Und wir schauen einfach mal. Watson ist diesmal mit dabei. Fortfahren. Ach, wir haben uns nicht umgezogen. Ja. Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson. Klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Alright. Ich wollte mich eigentlich noch umziehen. Das habe ich jetzt vergessen. Egal, wir gehen jetzt einfach mal rein. Klopfen mal an. Knock, knock. Kommen Sie herein. Wie war das denn nochmal mit dem Vater? Es dämmert so ein bisschen. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Schauen wir uns den an. Der hat ganz rote Augen. Gerötete Augen. Es fühlt sich nicht gut. Es fühlt sich nicht gut. Schlafmangel. Machen wir erstmal das, keine Ahnung. Goldener Ring, wohlhabend. Ja, das hätte man vielleicht auch so rausfinden können. Decke, er ist krank. Er verheimlicht etwas. Er ist krank, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das können wir alles immer noch revidieren. Hä? Weiter. Tabletten. Starke Schmerzmittel. Notizbuch. Lord Marshs persönliche Assistenz. Kochrezepte. Okay, das sieht man ja. Aufgesticktes Motiv. Mitglied eines Jagdclubs. Ach, das ist der mysteriöse Mann, ne? Doktor. Stethoskop. Arzt. Okay. Ungenau. Okay, da stimmt dann irgendwas nicht. Dann hat er doch eine Deformierung oder so. Dann muss ich jetzt gleich nochmal ändern bei dem Jungen. Aber das schien zu stimmen. Also, wir lesen sie erstmal. Reuben Fisher ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Reuben Fisher ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seiner teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Okay? Devil's Painkiller. Auf dem Tisch von Lord Marsh steht eine geöffnete Packung starker Schmerzmittel. Okay, jetzt können wir uns wahrscheinlich... Stören wir etwa? Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Reuben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören.
Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fischer, der zugleich mein Leibarzt ist. Genau, klebt er sich dann Bart an, um die besonderen Geschäfte in der Kneipe anzubieten? Weil das ist ja definitiv der Typ, aber der hat seinen Bart hier verloren. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Lord Marshes Krankheit. Nee, erstmal. Gediegen. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit, für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger gesegneten London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Ja, wir sprechen ihn mal drauf an. Ich glaube nicht, dass er uns darüber Auskunft gibt, aber mal sehen. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Fishy. Können wir nochmal mit dem... Was haben wir jetzt hier? Bei Lord Marsh wurde Grippe diagnostiziert. Allerdings scheint seine Erkrankung schwerwiegender zu sein. Dr. Reuben Fischer hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den Armen und Bedürftigen in London Arbeit anzubieten. Ich will nochmal gucken, ob ich nochmal mit denen sprechen kann. Trotz meines Adelstitels muss ich mein Zuhause mit diesen Essenspaketen für die Armen teilen. Aha. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Kann ich jetzt hier nichts weiter machen? Ich gucke mich mal neugierig um. Großartig. The London Hospital, Whitechapel Road, London. Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Okay. Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. Paupers. Wie unhöflich wir sind, oder? Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ach, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Mhm. Letztes Jahr schlossen drei Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Okay. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Dank Lord Marsh. Machen wir mal Tee. Unterlagen. Dokument mit Siegel. Wie unverschämt. Sehr geehrter Lord Marsh, das ist die Liste mit ausgewählten Teilnehmern am Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Patrick Tanner, Thomas Kelly, John Strobridge, William Thatcher, Reginald Staple. Da haben wir wieder Strobridge. Und viel mehr kann ich das nicht
Dieser Name sagt mir nichts. Nee, der sagt mir was. John Strobridge. Ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Okay. Ich kann es nicht ganz überblicken. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie viele Menschen Ihnen ihr Leben verdanken? Sie machen mich ganz verlegen. Aber ja, diese Menschen sind fast wie eine Familie für mich. Eine ziemlich große Familie, würde ich sagen. Ha, ja, die Liste wäre länger als Ihre Kurzgeschichten. Wie lang genau? Nun, Dr. Fischer ist für die Aufzeichnungen verantwortlich. Können wir einen Blick darauf werfen? Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Liste ist vertraulich. Ich lege größten Wert darauf, Mr. Holmes. Ich verstehe. Nun, wir werden Ihrem Ausbildungsprogramm auf jeden Fall eine Spende zukommen lassen. Nun müssen wir aber los. Ich danke Ihnen beiden und wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Vielen Dank, Mr. Holmes. Was ist denn B? Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen... Hallo? Toll. Mach nochmal F1. Entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Okay, Moment. Sonder... Quartermain Club... Nein. Hertz besonderer Job. Quartermain Club. Okay. Dann Auswahl aufheben. Dann machen wir mal Hertz besonderer Job und Sonderausbildungsprogramm. Manche Fakten können unterschiedlich interpretiert werden. Sie können ihr Bild des Tathergangs ändern. Alter. Machen Sie sich ein Bild des Tathergangs, in dem Sie Hinweise kombinieren und so zur Herleitung gelangen. Finden Sie heraus, wer schuldig ist. Okay, Space nochmal Hinweise. Dann brauche ich vermisst und Hertz besonderer Job. Passt nicht. Vermisst und... Ne, okay, Auswahl aufheben. Sorry. Keine weiteren Informationen und... Vermisst. Okay, das passt jetzt, glaube ich, nehme nichts mehr zusammen. Alles klar. Jetzt haben wir hier quasi ein so ein Kaponoppel. Keine Verbindung. Der besondere Job, den George Hurst erwähnte, hat nichts mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun. Verbindung. George Hursts besonderer Job und Lord Marshs Sonderausbildungsprogramm haben etwas miteinander zu tun. Ich, falls ihr das alte Spiel nicht kennt, ich kann mich jetzt für eine Seite entscheiden, kann aber im Nachhinein revidieren, wenn ich andere Beweise habe, die mir vielleicht etwas anderes deuten. Und ja, also so muss ich die Fälle lösen. Es kann auch mal sein, dass wir ins Klo greifen und dann irgendwie falsch die ganzen Sachen zusammenbringen. Ich mache jetzt erstmal, dass eine Verbindung besteht. Das ist jetzt erstmal meine Entscheidung und dann je mehr wir sammeln, desto besser kann ich dann so ein bisschen abwägen, wie die Sachen so zusammenhängen. Alles klar. So, dann haben wir das jetzt wahrscheinlich erledigt. Und wir gehen wohin? Was ist das hier? Eine Liste von Teilnehmern am Sonderausbildungsprogramm, die sie in Lord Marshs Haus gefunden haben. Die Namen lauten bla bla bla. Und Lord Marsh und seine engen Freunde Collins. Okay, ich mache nochmal das T. Den T-Modus, aber ich glaube, wir sehen hier nichts weiter. Können wir hier uns umschauen? Wie unverschämt sind wir eigentlich? Nee, okay, wir sehen hier aber auch nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Ich meine, wenn das alles so stimmt, dann ist das natürlich schon cool, ne? Wenn der so, hilft. Hilfe für Okay, nee, das hatten wir schon. Ich wollte eigentlich, das da klicken. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Das ist wahr.
So, dann, ich glaube, wir haben es dann eigentlich. Ich gehe mal raus und guck mal, ob das dann abgeschlossen ist. Aber es ist ja, war ja schon abgeschlossen. So, wohin können wir denn dann nochmal gehen? Da, 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 da. Ich hab, nee, ich hab das Gefühl, ich habe noch irgendwas übersehen. Der Watson kommt auch nicht mit raus. Ich schau mich nochmal um. Hier der Gehstock oder so. Vielleicht muss ich auch einfach nur nochmal mit Watson reden. Das kann natürlich auch sein. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Mhm. Das Sonder... Okay. Danke, dass Sie sich für mein Werk interessieren. Sie sind der Erste, der uns helfen will. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Okay, keine Ahnung, ob wir jetzt durch sind oder nicht. Ich meine, der Punkt ist abgehakt, ne? Statten Sie einen Besuch ab? Doch, wir gehen jetzt einfach mal raus. Wir schauen mal. Okay. Wieso war das gerade so schwarz-weiß? Können wir hier noch was sehen? Bisschen awkward, dass wir hier so rumirren. Okay. Ah, hier ist auch noch was. Fest verschlossen. Ich gehe doch nochmal da hinten. Ach, guck mal. Ach, Leute, ich kann mich ja hier doch noch. Fest verschlossen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ah, hier könnte man aber nochmal hier. Hier stimmt doch was nicht. Stand doch mal was. Aber ich sehe nichts. Das ist awkward, oder? Vielleicht kann ich... Genau, ich gehe einfach draußen nochmal rum. Während Watson hier rumsteht, ich... ne? Ich schaue mich mal hier ein bisschen um noch. So, sehe ich hier noch irgendwas? Trollo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 . Ich mache hier mal unseren Super Mode. Ne, ich sehe aber nichts. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier war doch aber noch was, wo der... Ich mache mal hier. Nee. Ich glaube hier... Moment mal. Kann ich hier die Leiter hoch? Nee, die kann ich auch nicht mitnehmen. Okay. Ich dachte, sonst kann ich da vielleicht irgendwie hoch. Aber kann ich nicht, ne? Nein. Ich glaube, meine Lieben, wir haben hier alles. Hier kann ich nichts mehr ändern. Hier kann ich es auch nicht aufnehmen. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal raus. Und dann gehen wir mal ganz raus. Und gucken, ob es das schon war. Okay, jetzt muss ich mich entscheiden, wo ich hin will. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gehen wir nochmal dahin zu dem Pub. Oder ich muss noch was anderes mit den Herleitungen machen. Das kann natürlich auch sein. Hertz besonderer Job. Quartermain Club. Okay, das schon mal nicht. Nee. Nee.
Nee. Warte, wir machen mal keine Verbindung, ob sich dann was ändert. Nö. Jetzt bin ich so ein bisschen überfragt, meine Lieben. Ich will mal gucken, ob wir hier... Hier gibt es nur Fisch und Würstchen. Oh, der war vorhin noch nicht da, glaube ich. Hi. Awkward. Nein, hier bin ich schon mal falsch. Hier ist auch ein Gehstock, aber... Nee, hier bin ich falsch. Definitiv. Erfragen. Am Moment, muss ich dann doch nochmal zurück. Ich werde Lord Marsh nicht ohne Grund stören. Erfragen? Wo kann ich das denn erfragen? Hier doch im Pub? Gut, dass das Wasserglas von dem da auch immer noch steht. Hier ist wohl nicht so sauberkeitsmäßig. Okay, wen könnte ich denn hier nochmal fragen? Ich laufe einfach mal hier hin, sonst gehen wir gleich nochmal zu dem kleinen Jungen zurück. Nee. Dann gehen wir nochmal zur Wohnung. Hertz Wohnung. Sie haben einen wichtigen Dialog verpasst. Kein Grund zur Sorge. Im Notizbuch finden Sie das. Bis dahin hatte ich schon mal gelesen, ne? Oh, was Neues hier? Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein, er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung, warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Okay. Da schauen wir dann in der nächsten Episode rein. Also es war doch richtig, dann hier nochmal zu kommen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Aloha.